Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal der Profi-Amateure. Heute zeigen wir euch mal was ganz, ganz Wichtiges, und zwar wie man mit einem Feuerzeug eine Bierflasche öffnet. Natürlich geht es auch mit anderen Gegenständen, solange man so ein bisschen eine Angriffsfläche hat und der Gegenstand so ein bisschen länglich ist, damit man so einen kleinen Hebel hinbekommt, funktioniert das schon. Und natürlich geht es nicht nur für Bierflaschen, sondern für alle Flaschen mit einem Kronkorkenverschluss. Wir nehmen das Feuerzeug in die eine, das Bier in die andere Hand, umgreifen den Flaschenhals mit unserer einen Hand, setzen das Feuerzeug hier unterhalb des Kronkorkens an und schließen es quasi mit unserer Hand ein. Also das Feuerzeug hält dann quasi von selbst, ist hier unten so eingespannt, und wenn man jetzt hier so drückt, sieht man, wir haben hier so einen kleinen Hebel gebaut und können jetzt mit etwas Kraft den Bierdeckel oder den Kronkorken ganz einfach nach oben öffnen. Also, ich mache es langsam vor. Feuerzeug muss auf jeden Fall so alleine halten. Da ist ein bisschen Druck drauf, da ist Spannung drauf, das merkt man, das darf nicht so lasch hier sitzen. Und dann hält man das einfach fest und drückt dann mit der Hand hier oben aufs Feuerzeug, um dann mit der Hebelwirkung den Kronkorken zu öffnen. Ja. Und die Flasche ist offen. Funktioniert, wie gesagt, ganz, ganz einfach. Funktioniert mit allen möglichen Gegenständen. Wichtig ist, dass man diesen Hebel hinbekommt, dass man eben so ein bisschen Druck auf den Kronkorken bekommt. Ja, und somit bekommt ihr in Zukunft jede Flasche auf. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.